Ich würde gerne nochmal, da das jetzt so ein bisschen sich auflöste, zu mir gefragt, was war das für ein Mensch? Also wie haben Sie ihn erlebt? Ach, es gab mal einen Film, der hieß Der Untertan von Heinrich Mann. Und so haben wir ihn eingeschätzt, ich auch, so dieses Strammstehen vor der Obrigkeit, und das war für ihn Ulbricht. Und unbedingt selbst an die Macht kommen. Wir waren einmal, wir Frauen, einige Frauen lernten noch Russisch oder versuchten, Kenntnisse aufzufrischen. Und da hatte uns seine Frau mal eingeladen. Und die Wohnung, die war so steril. Da lag also nichts irgendwo was rum, es war alles weg. Dass wir darüber sprachen zu einer anderen Frau, die ihm das mitgeteilt hatte, was wir da über seine Wohnung sagten. Naja, Frauen sind nun mal so, ne? Und da kam er dann und sagte, bei uns ist das nicht immer so steril, sagte er. Aber wir haben eben jemanden, der alles macht, der aufräumt und so. Und es war uns ja ein bisschen peinlich, dass sie das ihm wieder erzählt hatte, aber es war unsere Meinung von der. Und da dachten wir, er ist so der Typ, alles wegräumen, nichts sehen lassen. Und ansonsten hart, wenn es ging, zum Beispiel, wenn er glaubte, dass er einen Gegner hatte, dann hart durchgreifen. Und da hatte er seinen Machtapparat.